Willkommen zu einem neuen Part von Pokémon Schwarz 2. Jo, im letzten Part haben wir hier die Stadt erkundet. Abidaya City ist das. Und wir sind hier kurz vor der Arena. Hier ist Retro. Er wartet noch darauf, dass wir uns den letzten Orden holen. Letzter Orden bedeutet, es geht auch bald zur Pokémon Liga. Ich bin sehr gespannt, ob es dann wirklich direkt dann weitergeht, weil wenn man auf der Karte schaut, dann ist hier als nächstes die Siegestraße. Daher bin ich sehr gespannt. So, außerdem gibt es hier ja den Pokémon-Erlerner, Attacken-Erlerner, so rum heißt es, der ja den Pokémon Attacken beibringt. Und ich habe jetzt, ohne Scheiß, glaube mehr als 3 Stunden damit verbracht, diese scheiß Stücke zu sammeln. Gelbstücke, Grünstücke, Puma-Stücke und Indigo-Stücke, weil ich einige Attacken mir rausgesucht habe, die ich dem Pokémon erlernen möchte. Bei Indigo-Stücke fehlen mir so noch 3 Stück für eine weitere Attacke, die ich haben möchte. Aber ich hatte, um ehrlich zu sein, jetzt erstmal gar keinen Bock mehr. Und auf diese Attacke, na gut, auf die verzichte ich erstmal. Dafür kommt dann erstmal eine andere Attacke ins Spiel. Und zwar kann ich gleich euch sagen, das sollte die Attacke Finsteraura werden. Ja, wir haben Finsteraura schon auf René. Allerdings wird René Finsteraura verlernen. Dafür kommt eine andere Attacke rein. Dafür werde ich erstmal Finn nochmal Gegenstoß beibringen. Hat zwar auch schon Nico, aber ja. Wie gesagt, ich möchte da trotzdem erstmal eine Unlichtattacke Finn geben. Und Finn bekommt dann, sobald ich die Indigo-Stücke zusammen habe, Finsteraura. So. Des Weiteren haben wir ja hier einen so einen Attacken-Erlerner. Was für Stücke braucht der? Der braucht Gelbstücke. Da habe ich mir aufgeschrieben, einerseits, den haben wir ja schon im letzten Portal gesehen. Einerseits möchte ich Synthese haben. Für Jonas. Genau. Das heilt KP. Kommt oft aufs Wetter drauf an, wie viele KP. Daher kann es schon sehr sinnig sein. Kommt Rückkehr raus, würde ich jetzt mal behaupten. Genau. Rückkehr wäre sowieso früher später rausgeflogen. Und eines Tages kommt noch hier Energieball auch noch raus und dafür will ich noch eine Giftattacke haben, wenn Jonas irgendwie eine Giftattacke erlernen kann. Wäre schon eigentlich ganz geil. So, dann haben wir jetzt einerseits Synthese und dann haben wir noch eine andere Attacke. Und zwar Hitzewelle für Finn. Endlich auch eine bessere Feuerattacke, die wir auch dann dementsprechend sehr gut gebrauchen können. Hitzewelle Stärke 100, Genauigkeit 90 speziell. Und verbrennt sich eventuell. Theoretisch könnte ich Inferno dafür rausnehmen. Aber Funkenflug, na gut. Ich denke mal, Inferno kommt sogar dafür raus. Ja, doch, doch. Ne, Funkenflug kommt raus. Funkenflug. Weil die Attacke brauchen wir dann sowieso nicht mehr. So, dann sind wir hier erstmal durch. Ich möchte mal kurz schauen, wie viele Scherben noch übrig sind. Wir haben noch 5 Scherben, die ich aber nicht gebrauchen werde. Ich habe halt ein paar Scherben übrig, weil es werden halt. Ich habe beim Janusberg habe ich auf die Staubwolken gecampt sozusagen und habe da versucht, so viele Scherben wie möglich zu holen. Und irgendwann hatte ich genügend Gelbstücke, aber ich habe trotzdem noch weitere bekommen, weil ich noch auf Indigo-Stücke gewartet habe. Hier wäre noch Ableithieb, aber Ableithieb will ich nicht holen. Ableithieb kann doch René erlernen. Ich glaube, ich hatte im letzten Part das fälschlicherweise gesagt, dass er das nicht erlernen kann. Kann er erlernen. Gut, jetzt fliegen wir zu einem anderen. Und zwar, ich habe auch noch andere Stücke gesammelt. Was wir noch nicht holen können, sind Attacken von den Grünstücken. Ich habe nämlich auch eine Attacke für Grünstücke. Habe ich auch schon zusammen. Allerdings kann ich die, wie gesagt, noch nicht holen. Ich werde euch dann auch noch sagen, welche Attacke es sein wird, auch nicht jetzt. So, hier ist übrigens die Siegestraße irgendwo. Hier oben. Ah, okay. Es gibt noch ein paar Routen vorher. So, dann in Maria City ist ein anderer Attackenhelfer, so heißen die. Attackenerlerner ist der, der alte Attacken wieder beibringt und Attackenhelfer
sind die mit den Scherben. Allerdings weiß ich jetzt nicht, wo der Attackenhelfer ist. Na toll. Da hätte ich mich vielleicht mal vorher informieren sollen. Kannst du? Nein. Ich muss mal kurz googeln. Maria City? Sind wir gerade? Mal kurz hier schauen. Attackenhelfer. Doch bestimmt hier. Attackenlehrer. Nee. Hä? Doch. Es steht nicht da. Aber ich glaube, ich kann mich sogar daran erinnern, wo der ist. Wenn es diese Stadt ist, an die ich denke. Wir mal kurz hier runter. Ja, was ist die Stadt, an die ich denke? Hier durch. Ist das hier die nächste Route oder ist es das, was ich denke? Es ist das, was ich denke. Genau. Hier war doch irgendwo dieser. Das ist Kraftreserve-Typ. Das ist Attackenerinnerer. Attackenverlerner. Aber hier gibt es doch auch irgendwo der mit den Scherben. Ja, genau. Nee. Nein, doch nicht. Wir haben hier noch einen Stand. Ja, genau. Hä? Eine besondere Attacke. Jonas? Ganz sollen. Achso, das ist... Oh, was anderes. Oh, wo ist denn der Attacken... Dings. Ja, wo ist denn der? Ich dachte, der wäre hier. Ne, der ist dann doch in Maria City. Das auf jeden Fall. Dann habe ich mich hier Nein, das ist doch hier. Ah, Mann. Das regt mich gerade so ein bisschen auf, aber kann ich jetzt auch nicht ändern. Wir müssen es lösen und das lösen wir auch dementsprechend. Vielleicht bin ich da jetzt komplett falsch. Warte, ich habe doch hier noch andere hier offen. Genau, hier, Attackenlehrer. Doch in Maria City gibt es. Da. Och man. Das könnte halt jetzt überall sein, wisst ihr was? Wisst ihr, was ich meine? Ich wollte den Links da ansprechen. Ach man. Naja, müssen wir jetzt wie gesagt durch und dann gehen wir das jetzt hier auch noch hin. Oder war der nicht im. Warte, ich hab irgendwas gelesen, dass der im Pokémon Center war, oder? Aber naja, hier gibt's keinen. Hier gibt's sonst niemand. Hier oben ist noch jemand, aber die sehen auch anders aus. Genau. Aber es sind halt trotzdem geile Attacken, daher will ich den unbedingt haben. Wir schauen jetzt mal in dieses Haus.
Da, mit denen haben wir gesprochen. Stimmt. Ach, da ist noch ein Item, was wir nicht gesehen haben. Ein Calcium, nehme ich doch gerne mit. Warum habe ich das damals übersehen? Lol. Ja, nochmal, vielleicht mal Itemradar einsetzen. Vielleicht findet man hier oder da nochmal ein paar Items. War ich jetzt da drin schon? Ja, hier drin war ich auch schon. Ich muss das jetzt vielleicht mal ein bisschen systematisch angehen. So, eigentlich brauchen wir nicht nochmal alle hier vorlesen. Hier gibt es nochmal ein Haus. Oh, der hat was von Attacken gelabert. Dachte ich zuerst, ja geil, der ist es, der ist es. So, dann hier hoch, hier ist noch ein Haus. Ja, der ist es. Ja, wunderbar. Ein Glück. So, wartet, ich muss nochmal kurz mein Dings hier vorholen. Meine Notizzettel. So, der macht die Purpurstücke. Da habe ich genau zwei Attacken, sehr, sehr geile Attacken. Und zwar einerseits Fußkick. Und zwar, das ist auch der Grund, warum ich Ableithieb nicht genommen habe, weil ich habe mich zwischen Fußkick und Ableithieb entscheiden müssen und ich habe letztendlich Fußkick genommen. Je schwerer das Ziel ist, desto mehr Schaden fügt diese Attacke zu und daher nehme ich das statt Kraftwelle. Kraftwelle kommt jetzt nach Ewigkeiten mal raus. Kann halt doch schon sehr, sehr stark werden, Fußkick. Allerdings ist das keine Attacke, die wirklich fürs endgültige Moveset geplant ist. Ich möchte da irgendwie wirklich eine Attacke haben, die wirklich schön stark ist und auch drinnen bleibt. Aber dann eine andere sehr, sehr wichtige Attacke ist Eishieb, was ich unbedingt haben möchte. Auch für René. Denn wir haben keine Eisattacke bisher und das ist unsere erste Eisattacke und gerade Eisattacken brauchen wir. So, dafür kommt Finsteraura raus. Ja, genau, ihr habt es richtig gehört. Finsteraura kommt raus. Daher ja vorhin auch der Plan mit Finsteraura für Finn, dass es bei ihm auch besser aufgehoben ist. So, das war's mit den Probostücken. Dann gibt es noch zwei Attacken für Indigo-Stücke, genau. Beziehungsweise nur noch eine Attacke, die andere Attacke ist Finsteraura. So, da brauche ich kurz Michelle. Und mal kurz schauen, dass. Monsentiero. Das ist diese Stadt hier. Die ist, glaube ich, nicht groß, von daher sollten wir da nicht lange suchen, brauchen. Und dann können wir direkt danach auch mit der Arena weitermachen. Worauf ihr euch bestimmt auch schon besonders freut. So, schauen wir einfach mal in die Häuser hier rein. Hier, der sieht dann aus. Ja, wunderbar, gleich gefunden. So, und zwar hat der einerseits die Attacke. Findest du auch einmal hier, natürlich. Aber wir nehmen Drachenpuls. So. Und diese Attacke soll René erlernen. Nicht Michelle, obwohl Michelle das Drachen-Pokémon ist. Er lernt es trotzdem nicht Michelle, sondern René. Und dafür kommt Schwertanz raus. Ja, Schwertanz nehme ich raus. War eigentlich fürs endgültige Moveset geplant, aber nehme ich doch jetzt wieder raus. Und dafür Drachenpuls. Warum nicht Michelle? Weil es gibt noch für diese Grünstücke. Gibt es auch nochmal eine Attacke. Und die ist für Michelle bestimmt, das ist auch eine Art Drachenattacke und zwar Wutanfall. Ich möchte Wutanfall für Michelle und dann nochmal, falls Michelle nicht kann, dass wir nochmal was gegen Drachen haben. Wirklich René. Einerseits mit Drachenpuls und einerseits mit Eishieb dann dementsprechend. Nun sind unsere Attacken nochmal um einiges geiler. Und jetzt geht es in die Arena. In die letzte Arena. Ich bin sehr gespannt. Ich hoffe, ihr auch. Und ich hoffe, ihr verzeiht es mir, dass ich da am Anfang ein bisschen kompliziert, ein bisschen durcheinander war, weil ich diesen Scheiß-Attackenhelfer da nicht gefunden habe. Ah, nun geht es hier rein. Ich freue mich. Auf was wird das Rätsel hier sein? Hallo. Diese Arena könnte man glatt mit einem Ferienresort verwechseln. Aber Vorsicht. Danke, Windows. Aber mit dem Arena-Delta ist nicht zu spaßen. Hier, das ist für dich. Lass dich nicht von der entspannten Atmosphäre in die Irre führen. Staffelwasser kriegen wir, unser letztes wahrscheinlich. In die Arena von Abidaya City zu meistern, muss ich mithilfe der Blätter von Steg zu Steg treiben lassen. Und hier noch ein kleiner Tipp: Gegen Attacken von Typen Elektro und Pflanze können Pokémon vom Typ Wasser nur wenig ausrichten. Aber nur ein Arenaleiter weiß natürlich, wie man diese Schwächen
ausgleicht. So, ja, Musik gefällt mir und auch, ja, Reno sieht schon entspannt aus. So, ich nehme jetzt erstmal Luke mit da vorne, der ist sowieso noch auf Level 42. Ich bin so ein bisschen der Meinung, dass ich mich auch so ein bisschen Sicherheit wählen kann. Allerdings dürfen wir natürlich nicht hier alles vernachlässigen. Kann trotzdem schwierig werden. Wir haben halt zwei Pokémon, die wirklich gegen Wasser sehr gut ausgerüstet sind. Und sogar vielleicht auch noch Michelle mit. Nee, warum? Hä? Michelle nicht. Ich weiß nicht, was ich da gerade labern wollte. Auf jeden Fall war es nur Dünches. So, Level 47, das zeigt schon mal alles hier zum Beispiel, dass wir wirklich hier nicht spaßen können. Wir nicht zum Spaßen hier sind. Das Bojanin ist extrem stark, wie man daran gemerkt hat. Das Flug wäre beinahe One-Hit-KO. Dieses Bojanin auch. So, da muss ich leider wechseln. Ich wechsle zu Jonas, weil Jonas ist ja hier auch sehr, sehr gut an. Und ein bisschen doof, dass halt das Bojanin 5 Level über Luke ist. So, Luke erreicht jetzt auf jeden Fall Level 43 und ein Mantax wird noch eingesetzt. Boah, wisst ihr was, da versuche ich das mit Luke. Obwohl Luke kaum EP hat, KP. Weil 4 Verschwäche gegen Elektro, das will ich mir nicht nehmen lassen. Wisst ihr? Komm, hier Hypertrank hole ich mal jetzt hier. Ich habe eben überlegt, ob ich versuchen soll anzugreifen, aber es ist halt ein Flug-Pokémon. Flug-Pokémon sind immer schnell. Daher kein Risiko eingehen. Und siehe da, wir greifen nicht als erstes an. Aber das Mantax hat keine Chance gegen Luke. Auch wenn es immer noch 4 Level über uns ist. So, tschüss. Wir versuchen natürlich hier auch ein bisschen Luke zu leveln. Und wer weiß, vielleicht erreicht er auch bald ein Level Up. Das wäre natürlich mega geil. Müssen wir mal schauen. So, da ist der nächste Trainer. Hallöchen. Aber bisher haben wir nicht so die Probleme wie beim letzten Arena-Leiter. Was ich auch gut finde. Na gut, wenn man halt bedenkt, hier haben wir effektive Attacken gegen und beim letzten Arena-Leiter, sah es eher schlecht aus. Obwohl Ice Heap uns da dann geholfen hätte. Hätten wir das schon gehabt. Aber gerade, ich habe mir halt die Arbeit jetzt auch gemacht und diese paar Stunden da herumgelaufen. Währenddessen habe ich YouTube geschaut oder mit anderen Leuten im Teamspeak geredet. Ich habe mir die Arbeit auch gemacht, weil es ist der letzte Arena-Kampf. Das ist so gesehen auch dann. Wir sind so gesehen kurz vor der Arena und daher. Ja. Naja, das wird nicht ausreichen. Ach man, muss ich Luke wieder wechseln? Das ist doof, aber ich kann es nicht ändern. Luke ist noch ein bisschen zu schwach. Er ist halt auch noch nicht auf der Endentwicklung. Muss man halt auch bedenken. Aber mit der Endentwicklung sind wir dann auch sehr, sehr gut dran. So, ich weiß, der extra jetzt hier auch nicht die AP von Laubklinge. Weil diese paar KP. So, sehr schön. Ein paar EP bekommen. Dann geht's auch direkt weiter. Aber erstmal muss ich Luke kurz heilen. So, passt. Ja, ich denke mal, wir werden jetzt hier die ganzen Trainer besiegen. Und dann. Ach, Leute, okay. Und dann im nächsten Part den Arena-Kampf machen. Eine Brücke hier, gefällt mir. So. Mal kurz überlegen. Geht's weiter? Okay, nach unten muss ich. Hier rechts rüber. Dann da der nächste Arena-Kampf. Wäre schon schön, wenn Luke noch Level 44 erreicht. Was wird hier? Weil Reiser, uiuiui. Wasser, Eis. Level 48. Ja, wenn Luke überlebt, wird er es schaffen. Allerdings, ich weiß nicht, weil Reiser, soll ich das mit Luke wirklich probieren?
probier mal Sprung aus. Oh, Angeberei. Angriff wird stark erhöht, wenn Luke jetzt trifft. Also, das war Reiser trifft dann. Wird es sehr gut aussehen. Ja, sehr schön. Weil Angriff ist stark erhöht. Das könnte One-Hit KO'en. Tut es auch. Das war sein Tod. Sehr schön. Natürlich hätte Luke sich jetzt auch selber treffen können, dann sehe es schon ganz anders aus. Da war jetzt ein Glück bisschen mit dem Spiel. Donnerblitz. Eine neue Elektroattacke. Stärke 95. Wir haben nur Stärke 65. Kommt Voidwechsel raus. Funksprung will ich jetzt nicht rausnehmen aus dem vollen Grund. Ich weiß jetzt nicht, was bei Luke höher ist. Der Spezialangriff oder der normale Angriff? Ich glaube sogar der normale Angriff. Da muss man abwägen, was dann dementsprechend mehr Sinn macht. Der normale Angriff ist... Ja gut, Donnerblitz macht trotzdem dann mehr Sinn. Weil die Stärke, die sagt dann schon alles aus. Okay, gut zu wissen. So, jetzt ist die Frage, wo geht's jetzt weiter? Hier? Jo. Da ist noch ein Kampf. Das sollte vielleicht sogar der letzte Trainerkampf hier drin sein. Schauen wir mal. Wie gesagt, ich bin dann sehr auf den Arena-Kampf gespannt. Natürlich haben wir jetzt von unseren neuen Attacken hier erstmal nichts. Aber was nicht ist, kann auch werden. Und das Blippert, das ist, wird ganz schnell sterben. Hat sich sogar gerannt. Oh, ich setze immer noch Funkensprung ein. Aus Gewohnheit so ein bisschen. Macht ja Gewohnheit. Aber vier Verschwächer, das wird es nicht überleben, obwohl die Verteidigung erhöht wurde. Ui. Ui, okay. Dann macht er, greift er uns an. Ah, okay. Oh, okay. Donnerblitz. Volltreffer. Ja gut, das hätte es jetzt nicht gebraucht, aber egal. Wildlord. Ja gut, ich wechsle mal zu Jonas, weil Luke hat nicht mehr so viele KP. Man kann Jonas noch mal ein bisschen hier seine Stärke zeigen. Und dann passt das hier. Fettes Vieh. Lobklinge. Wow. Volltreffer, sehr schön. Level 45. Wunderbar, dass Jonas noch ein Level erreicht. Aber wenn es wirklich der letzte Trainer ist, dann passt das ja. Schauen wir mal. Hier ist noch ein Blatt. Ne, da ist noch ein Trainer. Gut, dann nochmal kurz einen Supertank zücken. Übrigens, auch nochmal als kleine Information, jetzt wo ich AFK die Stücke gesammelt habe, habe ich auch ca. 30 Top-Schutz gekauft. Ich hatte dann irgendwann so ca. 50 oder 45. Ich habe jetzt bis 20, also ich habe nur noch 20 Top-Schutz, weil ich viel Top-Schutz verbraucht habe. Weil, um ehrlich zu sein, es ist einfach nur ätzend mit den Scheißstücken gewesen. Ich werde die drei natürlich noch nachreichen. Sobald ich Zeit habe, werde ich da wieder während YouTube schaue oder so. Nebenbei da Farm gehen. Drei Stücken noch holen. Weil ich möchte halt Finn Sauer unbedingt noch für Luke, für Finn haben. So, sehr schön. Allerdings hätte ich wieder Donnerblitz einsetzen können. Risiko-Attacke. Ui, mit Rückstoß. Könnte sehr, sehr viel Schaden. Das macht sehr, sehr viel Schaden. Uiuiui. Taka, taka. Noch ein Barschuft. Ich wechsle gleich zu Jonas, aber ich möchte die EP mitnehmen. Sieht der anders aus? Dieser blaue Dings da. Ist das normal bei Sparschuft? Fällt mir das jetzt auf. Hatte das Barschuft davor auch schon? Keine Ahnung. Ja, Risikotackle. Okay, bei Jonas war Jux eher weniger. Sehr schön. Besieg es. Volltreffer, wunderbar. Level 45 für Luke. Dazu Meryl. Ja, komm Jonas. DP gönnst du ja auch noch schnell. Was mir gefällt, dass hier eine schöne Vielfalt ist.
Das ist zum Beispiel auch noch ein Kritikpunkt bei der Drachen Arena gewesen, habe ich vergessen anzusprechen, weil bei der Drachen Arena kamen immer nur dieselben Pokémon, was ich sehr, sehr schade fand. Hier die Vorentwicklung von Maxas und dieses, ich weiß, Schadrungen, keine Ahnung, wie es heißt. Auf jeden Fall war es ein großer Kritikpunkt meinerseits. Man hätte zum Beispiel Knacks oder Knackcharakter mit reinnehmen können. Dann gab es noch. Es gibt so viele schöne Drachen-Pokémon, die man hätte nehmen können. Aber nein. Frage ich mich, warum eigentlich. So, hier rüber. Dann kann ich da nämlich hin. Zu dem Trainer. Da ist auch schon der Arenaleiter. Der Part wäre eigentlich schon vorbei, aber ich möchte hier ruhig die Trainer alle besiegen. Auch als kleine Entschuldigung dafür, dass es vorhin so ein bisschen gedauert hat, den scheiß Attackenhelfer zu suchen. Weil ich halt nebenbei da auch gegoogelt habe und so weiter und so fort. Dann will ich jetzt so... Ich mache ihn wieder! Ah. Und ein Sprung, ey. So, Luke ist auch vom Typ Wasser jetzt. Da ja keine Step-Attacke mehr. Dann Kopfstoß, okay. Ja, stimmt, ist ja vom Typ Wasser-Psycho. Ich frage mich, was das bringt hier, den Typen des Gegners zu Wasser zu ändern, weil... Stellt euch vor, es gibt einen Feuergegner gegenüber. Man setzt die Attacke ein, dann ist er vom Typ Wasser und die Attacken sind nicht sehr effektiv. Dann Feuer werden sie ja effektiv. Naja. Vielleicht kann man da irgendwie das anders taktisch einsetzen. Ich weiß es nicht. So, Verwirrung bei Luke. Der trifft sich selber. Schade. Komm, versuch anzugreifen. Sternschauer. Ja, gut. Sternschauer. Sie überlebst du. Komm, komm, Luke. Nein! Das ist natürlich jetzt sehr, sehr Pech. Und unnötig, aber was soll ich machen? Komm, Jonas, du. Sehr, sehr unnötig. Level 46 für Jonas. Er ist sehr, sehr hoch gelevelt, aber na gut. Mit den anderen kann ich hier eher weniger was anfangen, was ein bisschen schade ist, aber naja, kann man nicht ändern. Gegen den haben wir schon gefightet, oder? Weiß es nicht. Haben wir gegen den schon gefightet? Ich heile mal sicherheitshalber Luke. Nein, ich wollte nicht... Oh, ich habe aus Versehen nahe gedrückt. Ja, gegen den haben wir schon. Aber wie geht's jetzt so weiter? Ah, okay. Dann hier rechts lang wahrscheinlich. Und dann sind wir da. Gut, dann geht's im nächsten Part weiter. Bis dahin. Viel Spaß euch noch. Schalt wieder ein und bye bye.